Ich habe eben gesagt, Steilvorlagen. Wir gehen jetzt in medias res und gucken genau bei diesen vielen Schlagworten in die Tiefe, die wir eben bekommen haben. Es geht jetzt genau um die Vorstellung der besagten Studienergebnisse. Auf der einen Seite eben den Digitalindex, der schon zitiert worden ist, und die Sonderstudie Digitale Bildung. Und ich freue mich jetzt sehr, einerseits hier oben begrüßen zu dürfen Dr. Malte Wolf. Er ist der Leiter Digitale Transformations- und Zukunftsforschung bei Kantar TNS, eines der renommiertesten Sozial- und Politikforschungsinstitute in Deutschland. Früher TNS Infratest, werden viele von Ihnen kennen. Zusammen jetzt hier mit Lena-Sophie Müller. Sie ist hochgeschätzte Geschäftsführerin der Initiative D21. Sie macht jetzt erst den Aufschlag und gibt das Mikrofon dann weiter. 20 Minuten für Sie beide. Viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, ich starte mit einer noch anderen Studie. Ich habe Ihnen ein Ergebnis einer Studie mitgebracht. Dieses Ergebnis weist mehr als die Hälfte der Deutschen als Verweigerer aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe da immer das Gefühl, rechts sind die Bösen und links sind die Guten. Was dieses Ergebnis auch betitelt ist, dass es sagt, Deutschland wird eine Zweitklassengesellschaft. Den Gap sehen wir auf der Folie. Ich habe zwei gute Nachrichten. Erstens, das ist kein aktuelles Ergebnis und wir werden sehen, es sieht heute schon ein bisschen besser aus. Und wir sprechen heute auch nicht mehr von Verweigerern. Und zweitens, es waren nicht irgendwelche Irren, die sich das mal überlegt haben, sondern das waren wir selbst. Das ist eine Zahl aus dem D21-Verweigerer-Atlas aus 2001. Sie sehen und Sie merken auch heute am Kongress, vieles hat sich auch im Wording geändert. Wir sprechen nicht mehr von Verweigerern, sondern wir sprechen natürlich davon, den Menschen all diese Chancen zu eröffnen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben, ein selbstbestimmtes Arbeiten in einer von Digitalisierung durchdrungenen Welt zu ermöglichen. Dieser Verweigerungsatlas ist aber eigentlich auch wichtig, weil er ist letztlich der Beginn einer sehr schönen Zeitreihe, die wir bei der D21 haben. Ich habe Ihnen das mal aufgelistet und sehe, dass Sie das nicht so richtig gut erkennen können. Aber Sie sehen auf der linken Seite nochmal, 2001 haben wir den Verweigerungsatlas rausgebracht. Und worauf ich hinweisen möchte, ist, dass die Gesellschaft natürlich schon immer Teil der Entwicklung der Digitalisierung war. Große Innovationen, technologische Entwicklungen haben immer auch schon Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt. Sie alle können sich das anhand des Smartphones, anhand des iPhones, das 2007 kam, vergegenwärtigen. Dieser Siegeszug wäre nicht möglich gewesen, wenn die Bevölkerung das nicht so angenommen hätte. Ist irgendjemand aus dem Bundesinnenministerium hier, der zufällig für den neuen Personalausweis mit zuständig ist? Wenn nicht, wüssten die genau, was ich meine, weil das ist zum Beispiel etwas, was von der Bevölkerung nicht angenommen wird. Deswegen haben wir keine Durchdringung. Und das Schöne ist, dass wir ihn heute sozusagen, da wir es seit 2001 all diese Entwicklung, die auch der Gesellschaft sozusagen, die die Gesellschaft gegenübersteht, seit 2001 begleiten wir das und heute können wir Ihnen sozusagen einen weiteren Punkt in dieser Zeitreihe präsentieren. Und dafür übergebe ich an Dr. Malte Wolf von Kantar TNS. Sie kennen das alle noch als TNS Infratest und kommen nachher nochmal auf die Bühne und stellen Ihnen Bildungsergebnisse vor. Ja, herzlichen Dank, Frau Müller. Wunderschönen guten Tag. Freue mich wahnsinnig, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Leute hier ins Bundeswirtschaftsministerium gekommen sind und diesem wirklich so wichtigen Thema für die deutsche Gesellschaft, aber auch für die deutsche Wirtschaft Rechnung tragen, indem wir heute ausführlich diskutieren und hoffentlich die Diskussion einen Schritt weiter bringen. Ja, ganz kurz, das ist meine Aufgabe. Was tun wir jedes Jahr? Wir befragen 32.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger telefonisch nach eben ihren Einstellungen, nach ihrem Verhalten rund um das Thema Digitalisierung. Warum telefonisch? Ganz einfach, weil die Offliner uns genauso wichtig sind als die Onliner und nur mit dem Telefon kriegt man beide. Und die zweite Studie, die wir gerade vorhin gesehen haben, dieses Jahr das erste Mal eine Online-Studie, wo wir die drei Gruppen, die heute schon erwähnt wurden, nämlich tatsächlich Lehrer, Schüler und Eltern in einem verbundenen System befragt haben, wie sie ja diese Lernumgebungen, in denen man sich heute bewegt oder bewegen sollte, einschätzen. Kommen wir zu meinem ersten inhaltlichen Punkt. Wie entwickelt sich eigentlich der Digitalisierungsgrad in der bundesdeutschen Bevölkerung und wie ist das Lagebild? Und dazu ganz kurz eine
eine thematische Einführung. Das Konstrukt des D21 Digitalindex ist deutlich vielfältiger, weil es eben versucht, dieser hohen Dynamik und dieser Heterogenität der Digitalisierung in der Gesellschaft Rechnung zu tragen und diesem nachzuspüren. Und das kann man nicht, wie vorhin gezeigt, 2001, indem man eben fragt, nutzt du das Internet oder nicht? Ich zitiere jetzt nicht Boris Becker damals, aber genau das war's. Nein, mittlerweile tun wir das über vier Säulen, über die Säule Zugang, Nutzung, Kompetenz und Offenheit. In der Säule Zugang sind die spannenden Fragen, nutzen die Leute das Internet, aber auch was für eine Geräteausstattung haben die. In der Säule Nutzung geht es, wie vielfältig nutzt jemand das Netz? Ja, kann er nur den Suchschlitz von Google bedienen oder hat er die von Herrn Reuss angewohnten Wearables schon am Körper tragend? Welche Kompetenz hat er im Umgang mit dem Computer, aber auch mit dem Internet? Was tut er da? Kann er eben programmieren? Gehört er zu den 8% oder kann er vielleicht nur eine E-Mail versenden? Ja, und dann natürlich auch das Thema, das super wichtige Thema der Psychologie, der Offenheit. Hat er Ängste oder aber sieht er die Chancen und ist gleichzeitig aber auch gewiss, dass da gewisse Gefahren lauern, die man nicht von der analogen in die digitale Welt einfach so übertragen kann. Damit beschäftigen wir uns und Lena und ich werden Ihnen jetzt alle 200 Items, die dahinter stehen, in den nächsten 14 Stunden detailliert erklären, damit wir da auch mal richtig einen tiefen Einblick kriegen. Nein, wir können das leider nicht, aber Sie haben die wunderbare Studie vorliegen. Aber so ein paar Highlights haben wir uns rausgegriffen und ein prominentes Highlight ist tatsächlich das, was Lena uns gerade aus dem ersten Jahr gezeigt hat. Und so sieht die Zeitreihe mittlerweile aus. Also Dank an alle, die das ermöglicht haben. Eine wahnsinnig wichtige Reihe. Und wir sehen zunächst mal, ja, auch in diesem Jahr ist die Internetnutzung in der bundesdeutschen Bevölkerung gerade 1% gestiegen. Wenn man die Sterblichkeit hinzunimmt, dann ist es quasi ein Nullwachstum, auf dem wir uns jetzt leider seit dem Jahr 2012 befinden. Man kann fast schon von einer stabilen Stagnation reden. Aber es gibt auch eine sehr positive Message. Und das ist das, was wir hier sehen, 54% auf 59%. Wir haben letztes Jahr begonnen, erstmals und einzigartig eigentlich auch in der Studie, eben auch mit den 32.000 Telefoninterviews abzufragen, ob die Menschen da draußen auch das mobile Internet nutzen. Und wir sehen hier eine wahnsinnige Zuwachsrate von 5%. Und wenn man mal schaut, mach das mal kurz, dann befinden wir uns in Zuwachsraten, die wir ganz am Anfang der Messung hatten, wo 5-8% Zuwachs waren. Und das ist eine erhebliche Dynamik, die zeigt, dass das Internet der Zukunft, dass das moderne Internet, das Internet, das die Leute abholen kann, eben dieses mobile Nutzen des Internets und seiner Dienste ist. Und hierin, ja, da können wir anknüpfen, da können wir angreifen, weil, wie gesagt, bei der stationären Internetnutzung passiert nicht mehr viel. Wenn wir auch die Leute fragen, die das Internet heute noch nicht nutzen, hast du vor, das in den nächsten 12 Monaten zu nutzen, sagen gerade mal 2%, ja, könnte ich mir vorstellen. Also das ist schwierig. So, wenn wir uns das mobile Internet anschauen, in jedem Aber gibt es nochmal ein Aber, sehen wir trotzdem auch hier, das ist jetzt der Vergleich der Bundesländer im Ranking, was die mobile Internetnutzung angeht, Sie können das aber analog für die stationäre so nehmen. Es gibt einen großen Gap zwischen den Stadtstaaten, allem voran Hamburg, mit 67% mobilen Internetnutzern zu Sachsen-Anhalt mit 52%. Im Stationären ist es Hamburg 86% Internetnutzer zu Sachsen-Anhalt 71%. Aber wir haben ja, wie gesagt, eine riesige Chance. Warum glaube ich hier an eine Chance? Es wurde heute schon mehrfach ganz kurz angetippt, weil die Skepsis gegenüber diesen mobilen Endgeräten, die man in der Hosentasche mit sich trägt, deutlich geringer ist. Die Leute kennen das, die hatten alle ein ganz klassisches Mobiltelefon und können da diesen Technologiesprung mitgehen. Apps sind einfach anzuwenden und auch der soziale Druck, ich sag mal Messenger-Dienste, wir sehen das bei den älteren Altersgruppen, die Kinder unterhalten sich nur noch über Messenger-Dienste, also ist der soziale Druck, sowas zu nutzen, relativ groß. Wo stehen wir? Vogelperspektive. Der D21-Index in der Mitte abgetragen, muss man sich so vorstellen, vereinfacht ausgedrückt, das ist ein Index von 0 bis 1. 0 würde bedeuten, jemand ist total technologieabgeneigt, nutzt gar keine elektronischen Medien und 100 ist jemand, der wirklich alles, der auch schon sich Chips implantieren lässt und sehr, sehr kompetent damit umgeht. Und irgendwo dazwischen bewegt man sich und wir sehen, mit 51% ist die bundesdeutsche Gesellschaft, ja, sagen wir mal, auf einem mittleren Digitalisierungsgrad angekommen. Und das gleiche Prinzip gilt für Zugang, Nutzung, Kompetenz und Offenheit. Herr Gördel hat es gerade schon vorgestellt.
Wir haben leichte Verbesserungen bei Zugang und Nutzung, die gehen auch Hand in Hand natürlich mit den neuen Geräten. Und bei Kompetenz und Offenheit haben wir eine Stagnation, die wir messen. Wenn man jetzt den Transfer vom Digitalindex auf die Gesellschaft macht, dann kann man das tun, indem man hier so eine Matrix aufzieht, wo man einmal auf der Y-Achse Zugang und Kompetenz abträgt. Man kann sich das so vorstellen, das könnte oder steht repräsentativ für das digitale Potenzial in der bundesdeutschen Gesellschaft. Und wir haben auf der X-Achse Nutzung und Offenheit, also wie viel, wie heterogen nutzt jemand und wie offen ist er auf eingetragen. Und im Endeffekt kommen wir auf drei gesellschaftliche Gruppen. Wir haben einmal 26% digital abseits stehende, da sind die 21% Bundesbürgerinnen und Bundesbürger natürlich drin, die das Internet gar nicht nutzen heute. Und wir haben hier immerhin 18 Millionen Menschen analog, absolut sind die Zahlen, finde ich, immer noch deutlich beeindruckender, 18 Millionen, die derzeit das Internet nicht nutzen. Dann haben wir eine mittlere Gruppe, digital Mithaltende. Das sind Menschen, die so, ich sage jetzt mal vereinfacht gesprochen, ja, das Nötigste tun. Im Büro müssen sie vielleicht E-Mails beantworten. Sie müssen vielleicht auch zu Hause mal mit den Kindern irgendwo Schritt halten, indem sie vielleicht mal was über Amazon bestellen. Aber dann ist auch schon Schluss. Und dann haben wir die Gruppe von 21 Millionen oder knapp einem Drittel der Gesellschaft, die wirklich das Internet und seine Dienste nutzen hinsichtlich der eigenen persönlichen, privaten wie beruflichen Chancen, die gleichzeitig aber auch um die Gefahren oder die Dollpunkte, die in diesem System bestehen, das bewusst ist und eben damit sehr, sehr gut umgehen können und damit eben tatsächlich auch zu dieser digitalen Spaltung, die finde ich hier doch sehr, sehr deutlich wird, weiter beitragen. Zusammengefasst kann man sagen, ja, insgesamt stagniert die Entwicklung der Digitalisierung der Gesellschaft. Wir haben positiv aber zu sehen, dass das mobile Internet wirklich viele Chancen für die Gesellschaft bietet. Und das ist der große Hebel, auch den es jetzt anzusetzen gilt, hier weiterzumachen und sozusagen gar nicht mehr auf das stationäre Internet zu schauen, sondern diese Teile der Gesellschaft, die heute noch nicht erreicht werden, vielleicht direkt ins mobile zu überziehen. Ich glaube, in der Volkswirtschaft nennt sich das Catching-up-Hypothese oder so ähnlich, weiß ich noch von früher. Ja. Was ist jetzt wichtig? Ja, wie steht es um die Kompetenzen? Kompetenz und Offenheit, das war die untere, die X-Achse, das ist am Ende des Tages das psychologische Momentum, wie man ja heute so schön sagt, das es gilt zu kitzeln und zu wecken. Und deshalb haben wir uns dieses Jahr eben auch einen Schwerpunkt gesetzt, indem wir den Kompetenzen etwas dezidierter nachgeforscht haben. Wir haben das Thema Datenverarbeitung, wir haben das Thema Kommunikation, wir haben das Thema Erstellung von Inhalten, das Thema Sicherheit und das Thema Problemlösungskompetenz und so ein bisschen analog zu einer EU, zu einem EU-Frame herangezogen und kommen da auch doch zu recht spannenden Ergebnissen. Ich gehe einfach beispielhaft so ein bisschen durch. In der Studie finden Sie viel, viel mehr Ergebnisse. Ja. 37% der von uns Befragten in der Bevölkerung ist bewusst, dass wenn sie eine Suchmaschine nutzen, dass das ein Algorithmus ist, der dahinter steht und dass diese Suchmaschine nur ein sehr gefiltertes, ja, ich sage jetzt nicht redaktionell, aber ein gefiltertes Ergebnis präsentiert und dass man noch andere Quellen sozusagen anzapfen muss, um wirklich ein breites Meinungsbild zu bekommen. 15% der von uns Befragten, nur 15%, ist es eine Mühe wert, sozusagen nicht nur auf die ersten Ergebnisse einer Websuche zu schauen, sondern vielleicht auch mal auf die fünfte, die zehnte oder die 15. Seite zu gehen, weil ihnen auch hier bewusst ist, dass da eben auch wichtige Informationen oder konkret wichtige Links stehen können. Beim Thema Kommunikation auch nur beispielhaft herausgegriffen, zwei Beispiele. Einmal 46% der Bevölkerung, das hat mich sehr überrascht, sind in der Lage, eine Online-Überweisung zu tätigen, aber die Hälfte der Befragten tut dies nicht. Und das ist sicherlich, ja, hat mich überrascht, scheint so zu sein, aber das sind so Alltagsanwendungen, die ich immer sehr, sehr spannend finde, wo man eigentlich oder ich damit rechne, das müsste eigentlich fast jeder, der im Internet sind, also diese knapp 80%, sollten das doch heute eigentlich tun. Aber so ist es nicht.
Dann haben wir ein ganz, Sie sehen, dass wir hier auch sehr, sehr breit geforscht haben. Wir haben uns mal dieses neudeutsch formulierte Hate Speech oder ja, wenn Leute in sozialen Netzen unterwegs sind und Anfeindungen, Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen. Und 25% der von uns Befragten sagt, ja, das passiert, das ist mir auch bewusst, aber ich kann damit gut umgehen, was ja eine sehr starke auch digitale Sozialkompetenz am Ende des Tages widerspiegelt. Beim Thema Erstellung von Inhalten, ich muss mal gucken, ob das passt, ja, 55% der Befragten können sehr gut mit einer Textverarbeitung umgehen, das ist sozusagen ja der Oldtime-Favorite-Klassiker. Demgegenüber, Herr Gördele hatte es gerade schon angesprochen, mit einer Programmiersprache wirklich in der Selbsteinschätzung sehr gut umgehen können gerade mal 8% der Deutschen. Ich bin dann auch in einer Sekunde fertig, herzlichen Dank, sehr charmant. Ja, dann zweitletzter Themenblock, den wir uns angeschaut haben, das Thema Sicherheit. Hier gute Nachrichten nach der Diskussion um soziale Medien in den letzten Jahren, auch in den normalen Medien sagen die Hälfte, 49% der Bevölkerung, dass sie sehr achtsam mit den persönlichen Daten umgehen. Also das Thema informationelle Selbstbestimmung an der Stelle ist bewusst. Man stellt die nicht zu viel rein und diese ja der Bewerbung abträglichen Partybilder findet man nur noch wenig. Aber demgegenüber mehr so eine technisch konnotierter Aspekt ist, regelmäßige Passwortwechsel. Wir hatten hier in einem Fragebogen alle 3 Monate angegeben, geben nur 16% an, dass sie das tun oder dass sie das für wichtig erachten. Und letzter Punkt ist das Thema Problemlösungen. 42% der Befragten sind in der Lage, ein Gerät, einen Drucker und was auch immer zu installieren und 17% fühlen sich in der Lage, anderen zu helfen. Und anderen zu helfen lenkt dann zu meinem letzten Punkt über, wenn wir uns anschauen, wie die Menschen in ihrer Arbeitsumgebung eigentlich dieses lebenslange Lernen und dieses sich Fortbilden rund um digitale Technologien und Medien praktizieren. Und wir sehen, dass das eigentlich eine sehr individuelle Geschichte ist, sprich jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin ist da so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Die ersten 5 Punkte entfallen ausschließlich auf Selbstfortbildung, also bringt man sich selber bei, fragt Freunde und Bekannten, fragt einen Kollegen oder fragt die Familie oder schaut sich ein kostenloses YouTube-Video an und nur 38% geben an, dass ihr Arbeitgeber einen systematischen HR-Prozess initiiert hat, der die Fortbildung bei IT, bei Sicherheit und Datenschutz im Unternehmen implementiert. Schließen möchte ich mit einer guten Nachricht, aber nur 4% der Befragten bilden sich überhaupt nicht fort. Und damit übergebe ich in aller Schnelle an die Frau Müller. Dankeschön. Die Schlussfolgerung hat der Herr Dr. Wolf vergessen, die übernehme ich jetzt noch schnell. Denn ich glaube, was man aus diesen Zahlen sieht, ist, dass wir wirklich schauen müssen, wir brauchen Investitionen in die systemische Förderung digitaler Bildung. Wir sehen, wir dürfen es nicht dem Zufall überlassen. Wir müssen die komplette Bildungskette abbilden und da sind letztlich auch die Arbeitgeber gefragt, weil wir ja gesehen haben, Ansatzpunkt Arbeitnehmer, Digitalkompetenz sind noch ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen was machen. Ich möchte jetzt aber sozusagen den Bogen schlagen und sagen, wie schaffen wir es denn, die Lebensrealität der Kinder auch in die Schule Einzug halten zu lassen und sozusagen die Tür zu öffnen? Die Frage, ob unsere Kinder eigentlich ideale Startvoraussetzungen haben. Das haben wir erforscht mit der 2. Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ganz kurz nochmal zum Studiendesign. Wir haben untersucht, wie die Bildungsumgebung von Kindern und Jugendlichen aussieht an weiterführenden Schulen und wir haben uns 3 Welten angeschaut. Aus folgendem Grund. Wir glauben, dass die Lehrwelt, also die Schule, maßgeblich natürlich auch durch die Lehrkräfte beeinflusst wird. Aber das ist nicht der einzige Punkt, wo Kinder lernen. Alle, die Kinder haben, wissen das. Kinder sind interessiert, probieren Dinge aus. Ganz viel passiert auch zu Hause, Hausaufgaben zum Beispiel. Deswegen haben wir uns auch die Lernwelt angeschaut und da die Eltern befragt, denn das ist letztlich auch noch ein Bereich, ob die Infrastrukturausstattung zu Hause da ist, wird maßgeblich durch die Eltern beeinflusst. Und der 3. Bereich, die Freizeit, uns interessiert natürlich, wie sieht denn die Lebenswelt der Kinder aus? Und viele verschiedene Studien weisen darauf hin, es gibt 3 relevante Stellschrauben, deswegen haben wir die beachtet. Das eine ist die Infrastruktur und der Support, das andere ist die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte auch, die Kompetenz, wir haben es von Herrn Dr. Gördler gehört, Teacher, und die strukturelle Verankerung. Also gibt es überhaupt Leitlinien, gibt es Hinweise, wie Lehrer und wie Schulen mit diesem Thema umgehen können? Positive Botschaft vorweg,
All die Akteure, die beeinflusst sind letztlich von digitaler Bildung, stehen diesem Thema sehr positiv gegenüber. Ja, wir haben also gefragt, ob digitale Medien heutzutage grundlegender Bestandteil aller Schulfächer sein müssen. Das sind die Ergebnisse der also 72% der Lehrkräfte sagen, ja, das ist wichtig. Ja? 67% der Schüler und 71% der Eltern. Und dann haben wir die Eltern noch gefragt, die natürlich auch an der Entwicklung ihrer Kinder und dass sie wirklich die besten Startvoraussetzungen haben und Erfolg im Leben haben, haben wir die Eltern noch gefragt, ob digitale Kompetenzen heutzutage in jedem Beruf wichtig sind. Und 88% haben gesagt, ja, das ist wichtig, braucht mein Kind. Also das ist erstmal ein positiver Aspekt. Aber jetzt springen wir mal in die Säule Infrastruktur rein und gucken uns das an. Wir haben die Lehrer befragt, ob es denn Hürden für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht gibt. Es wird nicht so sehr überraschen, aber 73% sagen ja, die Geräteausstattung ist katastrophal. Ne? Interessant ist aber, dass sie auch gesagt haben, zu 62%, die IT-Kompetenzen der Lehrkräfte sind auch wirklich schwierig. Ja? Die müssen das jetzt ja alles umsetzen. Also auch der Minicomputer, den Herr Dr. Gördeler schon angekündigt hat, der muss ja von den Lehrkräften dann letztlich auch im Unterricht verwendet werden. Und 56% sagen, Internetgeschwindigkeit ist schwierig. Ne? So, das überrascht auch nicht so sehr. Spannend wird es jetzt aber, wenn man sagt, naja gut, jetzt haben wir, nehmen wir mal die Schulen, die aber schon die Infrastruktur haben. Wie sieht es denn mit dem Support aus? Also gibt es an Ihrer Schule einen technischen Support? Ja? Jetzt erinnern Sie sich, ja, 62% sagen mangelnde IT-Kenntnisse der Lehrer und der Lehrerinnen. 73 von denen übernehmen den technischen Support an den Schulen. Die administrieren die Infrastruktur. Jetzt können Sie sich ja mal überlegen, wir haben am Anfang gesehen, Sie kommen viel auch aus Wirtschaftsunternehmen. Können Sie sich mal vorstellen, wenn Sie das alles bei sich selber machen würden, dann würde aber der CIO oder die Leitung sagen, Moment, das ist ein Risiko, Sicherheitsrisiko, ne? Das würde man nicht machen. Positiv betrachtet, 37% haben schon Fachkräfte, die das übernehmen. Das also zur Infrastruktur. Wie sieht es mit der strukturellen Verankerung aus? Also gibt es sozusagen Leitplanken, einen Plan, wie man damit umgehen sollte? Das haben wir auch gefragt. Gibt es ein Medienkonzept an der Schule? Ist das vorhanden? Das heißt, wo Lehrern mit auf den Weg gegeben wird, wie man damit umgeht, wie das in den Unterricht mit eingebunden wird, ob man Smartphones im Unterricht verwenden darf oder nicht, all diese Leitplanken. Und da sehen wir erstmal, dass 42% gesagt haben, ja, gibt es bei uns von den Lehrern und 42% aber auch gesagt, gibt es nicht. Ja? Also ist so ein bisschen halb-halb aufgeteilt. Interessanterweise sagen weniger Schüler, dass es das gibt. Also eventuell kommt es bei den Schülern auch nicht so richtig an, dass es das gibt. Bei den Eltern ist wieder recht ausgewogen. Spannend ist jetzt aber, wenn wir uns angucken, die, die es nicht haben, ob die sagen, wir hätten das eigentlich gerne. Wäre eigentlich schön, wenn wir diese Leitplanken hätten. Und da haben wir auch recht hohe Werte. Die Lehrer sagen zu 61%, wäre schön. Interessant auch, 79% der Eltern sagen, das wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir sowas hätten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir denn mehr Anreize für mehr Wumms in der digitalen Bildung? Wir alle sprechen da die ganze Zeit von, aber wie schaffen wir es denn, dass es jetzt mal wirklich vorangeht? Und die Frage, die wir uns gestellt haben, bringt denn der digitale Pfad da wirklich Vorteile? Wenn eine Schule sich auf den Weg macht, bringt das denn Vorteile? Ich nehme die Antwort vorweg. Ja, möchte aber auch mit auf den Weg geben, wir haben nicht überprüft, ob die Lernziele besser erreicht werden oder ob Inhalte von den Lehrkräften besser übermittelt werden können. Das kann diese Studie nicht leisten. Sie kann aber sich quantitativ anschauen, ob die Rahmenbedingungen gut gesetzt sind, ob wir eine bessere Infrastruktur haben, ob wir höhere Aus- und Weiterbildungswerte haben. Das kann sie sich anschauen, das möchte ich Ihnen zeigen. Wir sehen deutlich mehr Weiterbildung bei den Lehrkräften an Schulen, die einen digitalen Schwerpunkt haben. Das heißt, die entweder ein Medienkonzept an ihrer Schule haben, einen Medienentwicklungsplan haben oder die auch zum Beispiel als digitale Schule ausgezeichnet wurden. Das sind die, die wir hier als Schulen mit digitalem Schwerpunkt betrachtet haben. Sie sehen also, dass doppelt so viele Lehrkräfte Weiterbildung im Bereich digitale Bildung in Anspruch nehmen und ihnen auch angeboten werden. Sie sehen aber auch, dass selbst wenn Sie sozusagen privat initiierte Weiterbildungen machen, auch diese Zahl ist doppelt so hoch wie an Schulen ohne digitalen Schwerpunkt. Und in der letzten Zeile sehen Sie auch, dass die Zahl sehr viel geringer ist der Lehrkräfte, die sich sozusagen nicht weiterbilden, als an den Schulen, die keinen digitalen Schwerpunkt haben. Also erstmal positive Wirkung, anscheinend eine Motivation, sich auch wirklich in diesen Themen weiterzubilden, wenn da an der Schule was gemacht wird.
Wir sehen aber auch, dass Schulen mit digitalem Schwerpunkt deutlich mehr Angebote für Weiterbildung bei den Schülerinnen und bei den Lehrern haben. Das heißt, auch diese Schulen überlassen es nicht dem Zufall, was da mit den Digitalkompetenzen passiert, sondern die gehen das strukturiert an. Wir haben also gefragt, gibt es Schulungsangebote rund um das Thema Internet und Umgangsformen speziell für Schülerinnen? An die Schulen mit digitalem Schwerpunkt gibt es das zu 73%. An Schulen ohne nur zu 36%. Also so ein bisschen muss man Glück haben, auf welcher Schule man landet, habe ich das Gefühl. Und wir haben gefragt, wir haben in diesem Fall, jetzt muss ich gerade mal in die Basis gucken, Herr Dr. Görler hat gerade gefragt, wie hoch der Anteil von Schulen mit und ohne digitalem Schwerpunkt ist, und die Kollegen suchen da bitte gleich sozusagen parallel nochmal die Zahl raus. Hier ist es so, dass wir 220 befragt haben, die an einer Schule sind mit digitalem Schwerpunkt, und 775 Lehrer, die an einer Schule ohne digitalen Schwerpunkt sind. Was ich hier wichtig finde, ist, wir sehen auch, dass diese Schulen mit digitalem Schwerpunkt die Eltern auch stark mit einbringen. Die also sagen, auch die Lernwelt zu Hause ist relevant, und deswegen müssen wir auch die Eltern fit machen und mit auf diesem Weg nehmen. Und das passiert hier zu 39% im Vergleich zu nur 18% an Schulen ohne digitalen Schwerpunkt. Letzte inhaltliche Folie. Schulen mit digitalem Schwerpunkt, da sehen wir auch deutlich höhere Digitalkompetenzen bei den Schülerinnen. Erstmal sozusagen auch eine quantitative Zahl. Das Internet wird zu einem größeren Teil für den Unterricht verwendet, nämlich zu 2 Stunden im Vergleich zu 1,2 Stunden. Ich sage nochmal, es geht nicht sozusagen, wird dadurch eine qualitativ bessere Bildung im Sinne der Lernziele erreicht. Es geht hier erstmal um die Rahmenbedingungen. Dann haben wir aber uns zum Beispiel angeschaut, ob diese Kinder eine Programmiersprache beherrschen. Sie alle entnehmen es den Medien. Es wird immer wieder gesagt, das ist eine der relevanten Kompetenzen fürs 21. Jahrhundert. An den Schulen mit digitalem Schwerpunkt 41% der Kinder beherrschen das, ohne digitalem Schwerpunkt 22%. Dann hatten wir den Wert von Herrn Dr. Wolf gehört zum Thema Passwortwechsel. Ja, hat man da sozusagen so eine Sicherheitskompetenz, geht man reflektiert mit diesen ganzen Themen um? 50% an den Schulen mit digitalem Schwerpunkt wechseln regelmäßig ihr Passwort, also mindestens alle 3 Monate. An den Schulen ohne sind das nur 22%. Wir sehen also, was schon sozusagen bewirkt wird, ist, dass man reflektierter mit diesem ganzen Thema Digitalisierung umgeht und dass wir das gesamte Bildungsdreieck abbilden. Deswegen auch unsere Schlussfolgerung. Man sagt ja dann oft, naja, Mensch, aber wenn wir die Lehrerbildung angehen, dann das dauert ja alles noch Ewigkeiten. Wir sehen, dass die Schulen, die sich einfach schon mal auf den Weg gemacht haben, positive Erfolge erzielen. Das heißt, bereits kleine Konzepte für den flächendeckenden Einsatz digitaler Medien in den Schulen helfen bei der Einstellung, bei Offenheit, bei Weiterbildung. Sie bieten Anreize. Das ist die Erkenntnis. Wenn man die 2 Studien nochmal sozusagen wirklich sachlich und auch für die weitere Diskussion im Fachkongress zusammenfasst, kann man sagen, wir sehen anhand des D21 Digitalindexes, wir haben in Deutschland in der Gesamtbevölkerung, der älteste war übrigens 99 Jahre, den wir befragt haben, einen mittleren Digitalisierungsgrad, den wir haben. Wir sehen, dass der Großteil der Gesellschaft gerade so mithält, dass wir also eigentlich uns dringend sozusagen mit Digitalkompetenzen beschäftigen müssten, die aber noch gering ausgeprägt sind. Und dass der erste Hebel, Aus- und Weiterbildung in der Berufswelt, autodidaktisch, dem Zufall überlassen, sage ich mal, passiert. Kernergebnisse der Sonderstudie sind letztlich, die technische Infrastruktur ist die Basis, das sehen wir, und da ist auch noch echt viel zu tun. Wir sehen aber auch, die reicht alleine nicht aus. Es reicht nicht aus, Schulen mit WLAN und Geräten auszustatten, sondern wir müssen auch die anderen Rahmenbedingungen angehen. Das ist die Aus- und Weiterbildung, das ist die strukturelle Verankerung in den Curricula und Co. Digitale Bildung braucht dort mehr Verbindlichkeit. Das sozusagen einfach sich selbst zu überlassen, funktioniert nicht. Und wir sehen, dass Schulen mit einem digitalen Schwerpunkt durchaus Anreize setzen, dass wir bessere Digitalkompetenzen haben. Herzlichen Dank.